Dann nehme ich euch mal mit hier auf die Reise von Nadine. Die hat eine Firma mit uns gegründet und hatte dann ganz wenig Zeit. Es ging halt nicht, Kinderschule und so weiter. Und dementsprechend mussten wir extrem Gas geben. Haben da gefrühstückt nach der Firmengründung. Also sie musste nur unterschreiben. Alles andere hatten wir vorbereitet. Sind nach Business Bay gefahren. Im VIP Medical Check. Wunderschön sah es da aus. Konnte man Kaffee trinken und so weiter. Aber sie musste sich kurz registrieren. Das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert. Also nur Pass vorlegen, alles digital. Ich musste natürlich mit den Geräten rumspielen, weil Männer werden ja nie erwachsen. Und dann war Nadine schon beim Bluttest. 30 Sekunden hat es ungefähr gedauert und dann Röntgen, weil Dubai sagt, du kommst nach Dubai, bitte nimm keine ansteckenden Krankheiten mit und hab auch keine Drogen im Blut. Alles andere ist völlig in Ordnung. Und genau, und währenddessen habe ich mir dann von dem coolen Roboterarm einen Kaffee machen lassen, habe mir die anderen Roboter angeschaut, die zum Beispiel Wasser servieren. Und es ist sehr, sehr entertaining, wenn man dann sozusagen auf seinen Klienten wartet. Und ja, dann ging es schon direkt weiter zum Fingerabdrücke. Und normal, das dauert zwischen 7 und 10 Tagen, bis man den Termin bekommt. Wir haben im VIP-Verfahren sofort 15 Minuten später schon das gepusht gehabt, weil die Nadine musste fliegen. Und ja, dann hatten wir schon die Fingerabdrücke. Ein Tag später war die ID da. Das war sensationell schnell, fand der Roboter auch. Hat abgeklatscht und alle waren glücklich.